Play. So viel von diesen Gebäuden brauchen wir halt auch nicht. So, und dann die dicken Straßen direkt wieder hinsetzen. Straße. 160. So. Eigentlich müsste ich hier alles wegmachen, weil mir das überhaupt nicht gefällt. Ist auch viel zu groß. Okay. Sieht doch okay so aus. Und jetzt machen wir wieder dahin. Einzelhandel. Dass wir hier nicht zu viele Kreuzungen haben, wir packen es direkt hier ran in diese. Damit haben wir uns hier ein bisschen was gespart. Das sollte okay so sein. 500 plus. Bisschen mehr Geschwindigkeit rein. Wir brauchen ja auch nicht so viel gerade, glaube ich. So, das sieht alles gut aus. So haben wir keinen Überschuss. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Okay, so scheint es jetzt in der Balance zu sein. Das erste Gebäude, was hier sich einrichtet. Zufriedenheit. Es gibt keine Hightech-Industrie. Ja, das ist Erfolg. Unqualifizierte Dingsbums 2 erreicht. 5000 Unqualifizierte. Die Hightech-Industrie können wir noch nicht bauen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch noch mehr Produktionsgewerbe. Dass wir hier mehr auch Jobs haben. Produktion. Vielleicht auch hier oben rein. Machen wir das mal hier rein. Ach, nicht genug Geld. Ich glaube, wir warten noch einen Moment. Wir haben gerade richtig gut Geldfluss in unseren Reihen. 2900 plus, das ist gut. So, kommen auch neue Einwohner und hier, jawohl, kommt auf jeden Fall richtig viel Asche rein. Zufriedenheit, sehr schön. Was haben wir denn hier für einen Erfolg? Tokenproduktion erreicht. Ein Token. Ist die Frage, wo sind diese Token? Öffentliche Verkehrsmittel, U-Bahn, tralala. Bevölkerungstab, Zufriedenheit, ah ja. Lebensumfeld, ah ja. Arbeitsplätze, die hier. Was ist mit denen? Die Situation ist momentan stabil. Kontrollieren Sie regelmäßig Warenangebot. Aha, aha. Preis-Leistung, Dienste. Ja, ist okay. Aber Ressourcen. Müsste es nicht hier sein? Fracht, Transport, nee. Büros, Situation ist schlecht. Büros finden keine Angestellten, ja. Gut, bauen wir noch ein paar von den Burschen. So. Weiterlaufen lassen. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Hier das Geld. Bildungsniveau unserer Stadt ist niedrig. Das ist wohl wahr. Und ich sehe gerade, dass wir hier Zeug reinkriegen. Die ersten Sachen. Mit Kraftstoff, Strom und so weiter. Städtische Einrichtung, Bildung. Eine Grundschule. Ich denke mal, das ist schon mal nicht verkehrt. Hier eine hinzupacken. Und vielleicht auch hier eine. So, damit hätten wir schon mal zwei Schulen. Ist noch nicht freigeschaltet. Zu viele ungelernte Arbeitskräfte arbeitslos. Die bauen ja in der Schwerindustrie, nicht wahr? Oder arbeiten da zumindest. Industrie, schwer. Jo. Nicht genug Geld. So, ein bisschen mehr Platz geschafft. Straßen sind total verstopft. Ja, okay.
Hier halt, ne? Ach, guck mal an, hier Omi. Ich weiß gar nicht, wie man die Kamera dreht. Ich glaube, hiermit halt, ne? Ein Riesenkopf, die Oma. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie anders zu drehen? Nö, soweit ich das hier sehe. Okay, eigentlich ganz schick. So. Wie sieht's denn aus? Hier, die da. Was ist mit euch? Ihr macht keinen Gewinn. Rentabilität. Dieses Gebäude hat keine Angestellten. Büro. Ja. Gucken wir mal, dass wir hier ein paar Angestellte reinkriegen. Gut. Sollten die bald ja hier Angestellte wieder haben. Kommen also jetzt hier diese gelernten Fachkräfte rein. 8000 Einwohner, das ist sehr gut. Jetzt müssen wir irgendwie an Geld kommen. Vielleicht sogar noch ein Zahlungsfällig. Also zahlungsfällig, okay. Ja, okay. Cashflow 1. Der Cashflow ist über 1000, das heißt. Sehr gut, oder was? Wir können natürlich hier noch ein bisschen wieder aufnehmen. Über 5000. Ach, das wird jetzt erst nacheinander freigeschaltet. Ich glaube, da hätten wir schon einiges bekommen. Freizeitangebote ist noch nicht freigeschaltet, was? Strom. Haben wir überhaupt Strom? Fehlt uns Strom? Woher sehe ich denn, wie das mit der Stromauslastung ist? Über 10.000, was? 10.000 Einwohner? Nee, über 1000 Einwohner. Ressourcen. Ist die Frage, wo sehe ich das mit Strom und so weiter? Guck mal hier, nur das da vorne produziert keinen Gewinn. Freie Stellen. Städtische Einrichtung hat freie Stellen, okay. Fracht. Sieht okay aus. Zufriedenheit. Öffentliche Dienste. Mäßig zufrieden. Brandschutz haben wir noch gar nicht. Ist hier Freizeitangebot, okay. Hauen wir noch ein bisschen was fürs Freizeitangebot rein. Da vorne ist was für die Freizeit. Was brauchen die denn? Sehr zufrieden. Ja, wir brauchen noch andere Sachen an Freizeitangeboten. Na gut. Na gut. Strom. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie... Wie sieht es denn hier aus? Ihr habt Strom oder was? Aber so fahren die da rum. Fahren gar nicht erst hier lang. Hohe Umweltverschmutzung. Mhm. Ja, Hightech-Industrie. Fehlt uns noch immer. Was brauche ich denn dafür? Steht hier gar nicht, leider. So, Produktion, Schwere. Mhm. Die sind immer noch nicht auf zweite Dingsbums freigeschaltet. Erfolg, jetzt kommen die ganzen Erfolge. Die haben irgendwie Delay, habe ich das Gefühl. Städtische Einrichtung, Dekoration, sonstige Gebäude. Da können wir alles Mögliche reinpacken. Einfach Wohnhäuser. 100 Wohnhäuser. Also es ist Amerikas Wohnhäuser, Gebäude, Bauplan. Was ist denn hier? Achso, das kostet zu viel. Irgend so ein Gebäude. Was ist denn das? Großhotel. Großfreizeit. Mittelgeschäft. Großfreizeit. Und das muss ich ans Wasser packen, oder wie? Ja, und wie? Ja. So. Brauchen wir dann natürlich dann irgendwie Verknüpfungspunkt. Nee, das geht echt nur mit solchen. Nee, was brauchst du denn für eine Straße?
Ist nicht verbunden, ne? Für große Schiffe. Was ist denn jetzt hier das Problem? Weiß es noch nicht. Ist scheinbar kein Problem. Können das auch da so rüberfahren? Das ist doch auch gut. Und das einmal da weiterlaufen. Wir sammeln hier ein bisschen fleißig Geld ein, um das dann gleich alles schön auszubauen. Gut. Sieht aber eigentlich ganz schick aus, ne? Also schön ist was anderes, aber das ist schon mal nicht verkehrt. So, die sind eigentlich ganz zufrieden, denke ich mal, alle. Jetzt geht's daran, so ein bisschen das auch weiter auszubauen. Oh, hier auch Brücken, habe ich gesehen. Wasser. Wo können wir denn hier so einen Wasserturm machen? Hier können wir überall Wasser. Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man hier so ein bisschen Wasserpumpen irgendwo mal hinsetzt. Oder? Betriebskosten 5000. Ach, verdammte Scheiße. Nee, danke. Brauchen wir gar nicht erst. Alter Schwede, einfach mal 5000 Betriebskosten. Nein, aktuell noch nicht. Wir holen uns jetzt mal weitere Arbeiter. Wir haben das ein bisschen Platz. So. Und dann, mal gucken, was die jetzt hier noch brauchen. Das sind hier alles Ungelernte, ne? Oder Unqualifizierte. So, Gesundheit, tralala, Freizeit. Die brauchen mehr Freizeit. Bauen wir also noch mehr Freizeit raus. So. Viele ungelernte Arbeitskräfte arbeitslos. Okay, wir brauchen also irgendwas, wo die arbeiten können. Wie ist das denn hier? Niedrig immer. Das ist immer ungelernt, Mittel. Aha. Also in diesen Betrieben. Ungelernt. Schwerindustrie, Mittel. Höhere Dichte wäre natürlich geil. Können wir aber aktuell noch nicht. Produktionsgewerbe, ungelernt. Niedrig und qualifiziert niedrig. Hau da ein bisschen mehr Industrie hin. Okay, so. Sieht witzig aus. Sieht irgendwie witzig aus hier. Ich finde, das hat ein sehr organisches Verhalten. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier viel Platz für Arbeiter. Die Straßen sind wieder total verstopft. Okay. Buslinien haben wir noch keine. U-Bahn. Hier hinten besonders. Ach, wieso das denn? Weil sie die Stadt verlassen wollen, oder? Vielleicht sollte ich die hier auch upgraden. Die Straße. Stoppen das mal ganz kurz. So, bis hier hinten. So. Machen dann die etwas dickere Straße dahin. 80 oder 180. Jetzt hier nicht wieder gerade, sondern wieder runde Straßen. So, hier wieder entlang. Zack. Eigentlich kann ich es auch direkt da verbinden. So, es sind jetzt hoffentlich weniger Straßen verstopft.